Vom S-Bahnhof Friedrichshagen aus gibt es seit nunmehr 100 Jahren eine Straßenbahnanbindung zweier Gemeinden am südöstlichen Rande der Hauptstadt. Die Linie 88 verbindet mit den Gemeinden Schöneiche und Rüdersdorf darüber hinaus auch gleich zwei Landkreise mit Berlin. Mit einer Spurweite von nur einem Meter ist die Linie 88 die einzige schmalspurige Straßenbahn in der Region. Für Besucher dieser Region ist die Fahrt mit der Straßenbahn einfach ein Muss. Lassen Sie Ihr Auto also ruhig zu Hause oder nutzen Sie den Parkplatz am S-Bahnhof Friedrichshagen. Ein beliebtes Rüdersdorfer Ausflugsziel ist der Museumspark. Sie können sich auf eigene Faust auf Entdeckungstour begeben oder sich mit einem Land Rover durchs Gelände fahren lassen. Dann gibt es auch einen Abstecher durch den in seinen Ausmaßen gewaltigen Kalktagebau. Unser Interesse aber gilt hier der Schöneicher Rüdersdorfer Straßenbahn. Einzelheiten zur Geschichte dieser Linie erläutert Ihnen Herr Stahl. 1910 wurde die Benz-Hohe-Bahn-Strecke von Friedrichshagen nach Schöneiche eröffnet, welche 1912 nach Rüdersdorf verlängert wurde. Erst 1914 wurde die gesamte Strecke elektrifiziert, sodass wir ab diesem Jahr eine Straßenbahn sind. Das Straßenbahndepot befindet sich in Schöneiche. Neben dem nunmehr 100 Jahre alten denkmalgeschützten Hauptgebäude gibt es hier einen in den 1990er Jahren errichteten Neubau mit Wartungshalle und Waschanlage für Straßenbahnzüge. Zur Jahrtausendwende wurde die Straßenbahnlinie 88 in eine GmbH umgewandelt und der Fuhrpark modernisiert. Mit der Privatisierung wurden auch mehrere Fahrzeuge neu beschafft. So wurden unter anderem 4 Duewag-Fahrzeuge aus Heidelberg gebraucht gekauft und in den letzten 3 Jahren 3 Niederflurfahrzeuge aus Cottbus, welche den Fahrzeugpark nun ergänzen. Mit dem Erwerb dieser Niederflurbahnen folgt auch die Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn GmbH dem Trend der Zeit zur mehr Barrierefreiheit im öffentlichen Nahverkehr. Um den Erhalt traditioneller, sprich in die Jahre gekommener Straßenbahnfahrzeuge, kümmert sich hier in Schöneiche liebevoll der Förderverein Schöneicher Rüdersdorfer Straßenbahn Tram 88 e.V. Dank zahlreicher ehrenamtlicher Arbeitsstunden im Verein kann dieser Straßenbahnwagen Baujahr 1966 für besondere Anlässe wie Hochzeiten, Betriebsveranstaltungen und vieles mehr gemietet werden. 100 Jahre sind ein Grund zum Feiern. Am letzten Augustwochenende 2012 zog es zahlreiche Straßenbahnfreunde zum Fest nach Rüdersdorf. Die Schöneicher Rüdersdorfer Straßenbahn GmbH hatte eingeladen. Zwischen Marktplatz und Festwiese am Kesselsee verkehrte sogar eine richtige Pferdestraßenbahn. Dieser Streckenabschnitt wurde 1977 stillgelegt. Fotos am Wegesrand erinnern daran, dass hier vor 40 Jahren ein kompletter Ortsteil dem Kalktagebau weichen musste. Zeitgleich wurde die Straßenbahnlinie 88 bis nach Alt-Rüdersdorf verlängert. Dieser Pferdestraßenbahnwagen mit der Betriebsnummer 133 wurde 1894 in der Schweiz gebaut und verkehrte einst im dortigen Neuenburg. Heute ist er im Besitz der Naumburger Straßenbahn GmbH. Musik
Auch Straßenbahnen im Maßstab 1 zu 22,5 mit der Nenngröße 35 mm, was im Original der Meterspur entspricht, konnten an diesem Wochenende bestaunt werden. Hier am Rüdersdorfer Marktplatz zeigte Manfred Fürst stolz seine in liebevoller Heimarbeit entstandenen Modelle. Im Kulturhaus auf dem Kalkberger Platz stellte Christoph Henseler seine etwas kleineren Straßenbahnen vor. Genau wie im Original werden seine Modellfahrzeuge über Oberleitung mit Strom versorgt. Hier allerdings bewegt sich nichts, wenn nicht aktiv in die Pedale getreten wird. Auch auf der Modellbahnanlage des Vereins für Berlin-Brandenburgische Stadtgeschichte e.V. war ein Bezug zur Straßenbahn nicht zu übersehen. Infotafeln informierten über die Geschichte der Straßenbahnlinie 88 zwischen Friedrichshagen und Rüdersdorf. An der Endhaltestelle Alt-Rüdersdorf konnte ein historischer Werkstattwagen besichtigt werden. Mitglieder des Fördervereins Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn Tram 88 e.V. informierten über ihre ehrenamtliche Arbeit und warben auch um Spenden. Nach einer interessanten Reise in die Vergangenheit der Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn stand dieser historische Bus der ungarischen Icarus-Baureihe für eine standesgemäße Heimfahrt bereit. Musik